Ach so, wenn ihr Fragen habt zum Spiel oder wissen wollt, was ich sonst noch so spiele, was auf meinem Kanal noch so zu finden ist oder sowas, dann einfach in den Chat schreiben. Ich lese mit. Die Beweisstücke haben wir schon alle gelesen. Ich schumme gerade den Hubschrauber hier. Und vielleicht noch ein bisschen Verletzungsbuff. Also Resistenz gegen Verletzungen. Man weiß ja nicht, was auf der Insel jetzt alles passiert. Essen wir mal ein gutes Steak oder was das hier irgendwie sein soll. So. Hubschrauber, genau den. Und los geht's. Sofort aufbrechen. Ich hoffe, der fliegt da jetzt rüber. Nicht, dass die Drohnen uns jetzt wieder abballern, wenn wir da fliegen. Dann wüsste ich nämlich nicht, wie wir da rüber sollen. Okay. Alles einsteigen. Wir probieren, auf die andere Insel zu kommen. Aber wir könnten ja kurz noch mal hier mit der Drohne rumschauen. Hier sind nämlich noch ein paar Fragezeichen. Und so könnte man ein paar Fragezeichen noch schnell analysieren. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Biwak. Wenn man diese Fragezeichen analysiert, hat man halt dann die Infos, was da zu finden ist. Ob es also Sinn macht, dahin zu fahren oder nicht. Und manche Fragezeichen sind zwar auf dem Minimap unten zu sehen, aber irgendwie analysiert er sie nicht. Keine Ahnung warum. Ah, die ist genau unter uns. Das Ding müsste doch eigentlich analysieren können. Tut's aber nicht. Selbst wenn die Drohne drin ist, weiß er nicht, was das hier ist. Doch, jetzt weiß er es. Okay, Drohnenstation W31, 131. Sehr gut. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen was hier analysiert für die weitere Erkundung in Zukunft. So, darüber müssen wir Sutherland Weingut, auch nicht schlecht. Was ist denn das? Einfach kaputt machen? Ja, einfach kaputt machen. Hauptsache, es fährt nicht weiter. Aber was ist das genau? Was ist das für ein Zeichen da drin? Immer ein bisschen EP machen. Ist halt auch geil, dass meine Leute einfach mitballern. Zu schöne Explosion. So, Helikopter-Simulator haben wir hier. Was ist das jetzt hier? Warum ist das so markiert? Nehmen. Ah ja, da war einfach was drinne, viele Metallteile, High-End-Waffenteile. Okay, das war einfach ein guter Nachschub-LKW. Einfach mal so für nebenbei. Und hier holen wir uns gerade noch schnell die Kiste raus, wo wir einmal hier sind. Wow. Was für ein
cooles Hütchen hier. So, jetzt haben wir auch ein paar Spritzen, 3 Stück. Sind wir vorbereitet für den nächsten Kampf. Da ist noch irgendwas zur Heilung. Man kann das auch alles selber herstellen, aber wow, 6 Spritzen. Seit wann kann man denn 6 Spritzen mitnehmen? Ah ja, ich habe das ja eben geupgradet. Cool. 6-mal Heilung. Nein, ich möchte Fahrer sein. Nein. Meine Güte. So, jetzt. Bewegung. Ich komm schon hinterher. Jetzt fahren wir mal auf die Insel rüber. Punkt ohne Wiederkehr. Also normalerweise müssten ja jetzt schon die Drohnen eigentlich angreifen. Weil wir uns ja von Aurora entfernen. Aber wie es aussieht, nehmen die das nicht so genau, wenn ich nur hier zur Insel rüberfliege. So. Hoffentlich haben wir auch hier einen Biwak drauf. Egg Island könnte die isolierte Wildnis sein. Das ist doch schon mal gut. Ich lande hier einfach mal beim ersten Punkt. Versuche dann mit der Drohne ein bisschen zu erkunden. Ich will den Hubschrauber nicht kaputt machen. Sehr gut. Wir sind auf Egg Island angekommen. Findet aber auch keine MK2-Spritzen. Krass. Gut, neue Schüchen. Oh, 6 Stufen besser. Da habe ich lange keine gekriegt. Schauen wir mal rum. Was haben wir denn hier? Haben wir überhaupt ein Fragezeichen hier? Da haben wir eins. Momo, Patrouillengebiet, da fährt wieder was Gefährliches rum. Nochmal. Oh, hier wird viel patrouilliert von den ganzen Drohnen. Standard von Scale Technology, wieder so ein Patrouillengebiet. Ja, es ist gefährlich hier auf der Insel. So, mehr sehen wir erstmal nicht. Erhält den Wächter den Seelenpfad. Schlängelt sie zwischen Land- und Wasserkanälen. Bis zu einer Höhle führen, bewacht von einer Figur der Ahnen. Ich würde sagen, das hier ist Hunter's Cove. Ah, hier ist eine Höhle. Oder da. Wir versuchen es mal hier. Schauen wir mal. Fliegen jetzt einfach mal komplett hier über die Karte drüber. Mal gucken, wie diese Patrouillen uns abballern werden oder nicht. Verdächtiges Geräusch, das ist lustig. Ich bin voll der Kampfhubschrauber, verdächtiges Geräusch. So, diese Aufklärungsdaten sollten uns der Sache näher bringen. Der Eingang sollte unweit der Statue sein. Welche Statue? Schauen wir mal, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, da sind Statuen. Ja, sehr schön. Sieht gut aus. Ich glaube, hier sind wir richtig. Erhält den Seelenpfad. Naja, gut. Wenn wir da jetzt reingehen, können wir mal eine Lampe anmachen. Jo, Hill muss sich hier verstecken. Hab ich doch gut geschätzt, ne?
nur eine Waffe, die nicht unbedingt ein Scharfschützengewehr ist. Nee, das ist alles nix. Ich brauche eine Nahkampfwaffe auch. Ist natürlich schlecht, dass ich nur große Scharfschützengewehre habe im Moment. Aber behalten mal dieses Ding. Ist egal. Geht schon. Biolumineszenzhöhle. Öffnet die Tür. Sie muss sich dort verstecken. Ich nehme erst noch den Waffenaufsatz hier. Recon A1. Neue Blaupause. Ja, das Fundstück ist hier drin. Ja, wir haben aber noch ganz viele Punkte, wo wir noch hin könnten. Na, gucken wir uns später an. Ja, vielleicht haben wir jetzt gleich Hill gefunden. Hinter der... Nee, das ist an der Wand. Nadim. Mal ein ganz anderes Fundstück. Ja, komm. Reicht jetzt. 12 Fotos. Motto der Ghosts. Auf der Wand sind die Buchstaben Nadim eingeritzt. Non austem de istuia manes. Wir sind Geister der Gerechtigkeit. Anscheinend werde ich früher oder später Phil treffen. Ich freue mich nicht darauf. Der nächste Gegner. Hat er einfach das Ghost-Motto da aufgemalt? Jetzt sag mir mal, wo wir die Karte her haben. Pfe, aber immerhin. Wo ist Diana Puri? Lebt sie noch? Ich habe noch nie jemanden kaltblütig ermordet. Menschen ändern sich. Das stimmt. Jetzt verstehe ich, warum Walker den Laden übernommen hat. Du verstehst es auch. Was immer Walker wollte, was er mit den Leuten hier macht, ist nicht richtig, und das ist nur der Anfang. Hilf mir, das zu beenden, bevor die Drohnen die Insel verlassen. Es ist schlimm, was mit den Leuten passiert. Aber die Zeiten ändern sich. Wandel schmerzt. Aber wir tun das Richtige. Zivilisten verprügeln. Das ist eine komische Art von richtig. Wofür hältst du dich eigentlich? Heldenhaft? Die wollen nicht mal wissen, dass es dich gibt. Ich will auch keinen Applaus. Nein. Du willst hier die Welt retten. Aber selbst Welt 2.0 ist nur Blut, Schlamm und Scheiße. Wir sterben, damit Leute wie Ayana Puri in ihrer Glitzerwelt leben können. Wenn der Job das verlangt, du kannst nicht gewinnen. Unser Wunderland ist mehr als ein paar Inseln mitten im Nirgendwo. Aber wenn du für Ayana Puri sterben willst, sie ist hier drin. Oh, oh. Im Dunkeln ist sie. Na dann. Die letzten Worte von Josiah Hill. Eine der letzten Sachen, die Josiah Hill je gesagt hat. Du kannst nicht gewinnen. Unser Wunderland
ist mehr als nur ein paar Inseln mitten im Nirgendwo. So, was ist Wunderland? Ne, Wunderland ist ein Projekt, das weit über die Grenzen von Aurora hinausgeht, womöglich weltweit. Stone entführt Leute für ein Projekt namens Wunderland. Aber mehr wissen wir noch nicht. Das war erst der zweite Hinweis für Wunderland. Tja, haben die vielleicht zu viel Alice geguckt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat sich gerade versteckt und sie ist noch hier irgendwo. Folgen Sie ihm. Boah, Gefahrenzone 191, das ist heftig. Toll, Suchscheinwerfer. Hier rührt sich nichts. Verstanden, hier bewegt sich auch nichts. Wofür haben wir denn Nachtsichtgerät? Wir sind ja nicht von gestern. Was? Am Arsch hat er gerade gesagt, oder was? Nee, im Anmarsch. Sorry. Aber am... sind die auch. Jo, da haben wir doch sofort eine neue MP. Die brauchen wir jetzt auch. Die ist jetzt auf dem richtigen Level. So, damit haben wir jetzt eine schöne MP. Und die. Das passt doch jetzt schon. Genau. 193 und 192. Schön. Weiter, Bedrohung lokalisieren. Bro, Feuerschutz, ich rücke vor. Ist schon geil, so ein Nachtsichtgerät. Komm. Boah, sind hier Gegner. Oh, da war irgendwas, was ziemlich kaputt gehen konnte. Kleine Explosion. Ne, Wärmebild ist irgendwie hässlich, oder? Sieht so ein bisschen nach Predator aus. Nee, die ist nicht. Die Ansicht ist doof. Er wird sich nicht lebend fangen lassen. Okay. Den nehme ich mal für einen Simultanschuss, der kommt da nicht raus und den auch. Ne, das ist der Chef. Boah. Das ist gerade zu viel Stress hier. Ich glaube, das geht jetzt auch so, oder? Was meint ihr? Dann mal eine neue Hose holen zwischendurch, bisschen shoppen. Ja, kriegen wir hin. Sieht gut aus hier. Meine Leute haben Hill schon erledigt, wie es aussieht.
Das ging schneller als gedacht. Ehrlich gesagt, das reimt sich. So, ich finde im Moment keine besseren Waffen. Ah, da ist doch eine Waffe. Okay. Was haben wir denn hier für eine Info liegen, wo ein Biwak ist, wo man hinporten kann? Sehr gut, vielleicht hier auf der Insel sogar. Da ist der Hill. Das war's für ihn. Beweismaterial an Hills Leiche. Das ist eine Zugangskarte, die Ayana Puris Zelle öffnet. Gut. Sollte ihre Zelle entriegeln. Gut zu hören. Ja, dann müssen wir uns ja jetzt nur noch mit den Sachen hier beschäftigen, die hier rumliegen. Neuer Hinweis. Ein Brief von Walker. Ah ja. Lieber Sergeant Hill, ich weiß, dass es kitschig klingt, aber ich bin nicht in diesem Geschäft, um Kriege anzufangen, sondern um Frieden zu schaffen. Das ist unsere Chance. Ja, es werden Menschen zu Schaden kommen, aber das ist der Preis des Fortschritts. Es liegt an uns, Amerika sicherer zu machen und zu verhindern, dass es dieselben Fehler macht wie immer. Komm mit mir und wir können wirklich etwas ändern für unser Land. Ohne dich schaffe ich es nicht. Na super. Wie wurde Hill von Walker umgedreht? Mit einem süßen Brief. Mit einem netten Briefkontakt. Naja, naja. Fand ich jetzt nicht so überzeugend. Aber vielleicht ist hier noch was. Noch ein Hinweis. Erinnerung an den Nahen Osten. Ah ja, die beiden waren Kumpels. Ein Bild, auf dessen Rückseite ein paar Worte stehen. Tja, Hill, wenn wir schon durch die Hölle gehen mussten, dann wenigstens gemeinsam. Du bist ein guter Mann, ein hervorragender Unteroffizier und ein noch besserer Soldat. Ich habe dir mein Leben anvertraut und du hast immer das Richtige getan. Pass auf dich auf, Bruder. Wir sehen uns im Einsatzgebiet. Was für Krieger. Und darum wurde er umgedreht, weil sie gute Freunde waren. Naja. Wieder 300 EP. Stand über längere Zeit im Briefkontakt mit Walker. Gut, so kann das alles passieren, wenn man sich mit den falschen Leuten einlässt. So, jetzt haben wir noch einen Punkt hier, den wir vergeben können. Irgendwas, was nicht, was passiv ist, was man nicht ausrüsten muss. Kontrollierter Atem. Dauer beim Zielen und Tauchen. Ja, komm. Länger tauchen, länger zielen, ist doch auch mal schön. So, dann haben wir da hinten noch eine Kiste und dann lassen wir sie mal frei, oder? Sie kann ja noch ein bisschen da sitzen, wenn die jetzt schon ein paar Tage da sitzt. Kann sie auch noch kurz warten, bis wir die Kiste aufgemacht haben. Sehr schön. Ja, die ist auch nicht besser als die, die wir haben. 192 scheint so langsam so das Hardcap zu sein. Ich komme nicht mehr viel höher. 193 war noch irgendwas, aber so richtig weiter geht's nicht. So, jetzt aber. Dann haben wir auch die Hill. Dann haben wir auch die Puri. Dann haben wir ja eigentlich alles erledigt. Was ist da noch offen? Ich bin gespannt. Alles gut? Ja. Alles gut. Sie gehören zu den Ghosts, die Aurora auseinandernehmen. Ich bin Nomad. Ich arbeite für Jay Skell und ich kannte Fox. Kannte? Ist Fox... Er wollte ihnen helfen. Kam Yellowleg in die Quere. Harmony. Sie ist so sicher wie wir alle. Hören Sie, Walker arbeitete mit einem Peter Miles von der CIA. Ich schulde Miles was. Es gibt noch jemanden. Ziemlich hohes Tier. Es war sein Plan, die Drohnen einzusetzen. Hat er einen Namen? Den haben Sie nie gesagt. Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich muss Walkers U-Boot stoppen. Skell und Madara haben einen Virus, der uns an den Drohnen vorbeibringt.
Aber wir werden ihn von ihrem Hauptsendeturm aus übertragen müssen. Ich weiß, wo der ist. Walker hat jetzt sein Hauptquartier dort. Sie haben nicht viel Zeit. Gehen Sie. Ich kann auf mich aufpassen. Aha, auf einmal kann sie auf sich aufpassen. Aber retten müssen wir sie trotzdem. Tja, wer es glaubt. So, Puri ist befreit. Wieder ein Einsatz abgeschlossen. Das ist doch schon mal super. Haben neues Emblem, Klingenmeister bekommen. Und Schachmatt. Jetzt geht's darum, Walkers Plan zu vereiteln. Ah, das ist doch schon mal nicht schlecht. Also jetzt sind wir wirklich so weit, dass wir Walker angreifen können. Er ist doch nicht mit dem U-Boot abgehauen. Ich dachte echt, er wäre mit dem U-Boot weg. Aber scheint nicht so. Seine Basis ist im nördlichen Teil der Region Sinking Country. So, dann würde ich sagen, zack. Kommt auch noch Waffengefährtenrechen dazu. Haben wir doch schon zwei Quests. Ja. Können wir doch einiges jetzt von erledigen. Machen wir zuerst Bruder gegen Bruder und dann Schachmatt. Aber vorher nochmal hier zum Biwak und gucken wir nochmal ein bisschen mit der Drohne rum, ob wir die Fragezeichen noch anschauen können. Aber das mit dem Biwak ist schon mal super jetzt. So, dadurch haben wir jetzt hier auch einen Schnellreisepunkt auf dieser Insel. Das meiste sind hier wirklich nur diese Patrouillengebiete von diesen Viechern, ne? Scheint gar nicht so viel Interessantes zu sein. Ich glaube, das war's schon, ne? So, was haben wir denn jetzt hier noch auf der Insel? Da haben wir noch eine Waffe, noch Scale Credits. Dann noch ein paar Handschuhe. Noch eine Waffe. Ach komm. Da haben wir auch noch ein Fragezeichen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu machen. Wir machen weiter mit der Hauptstory. Ich habe euch ja versprochen, dass wir heute da ein bisschen weiter durchkommen wollen. Und dafür müssen wir nach Sinking Country. So. Country. Jedenfalls Bruder gegen Bruder, ne? Oder? Ganz schön buggy die Anzeige gerade. Das scheint alles beide hier drin zu sein. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall dahin. Ja, das scheint die Bruder-gegen-Bruder-Quest zu sein. Ja, sie blinkt blöd rum, aber so ist es wohl. So, und da ist noch der Schulzhof. Was haben wir denn da noch? Da haben wir noch eine orange Quest. Guck mal, wo der nächste Schnellreisepunkt ist. Wo ist das nächste Biwak? Da. Dann fahren wir hier vorbei und dann dorthin. Ja, das ist doch gut. Hier haben wir auch noch viele Fragezeichen. Okay, jetzt wird spannend. Walker ist eine Level 150 Quest. Bruder gegen Bruder ist eine 100er Quest. Trotzdem beides in der gleichen Basis. Ich bin 193. Das dürfte machbar sein. Ich würde sagen, wir bratzen da jetzt alles weg und kommen dann auch bald zu Episode 2 vom Spiel. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich bin schon bei 80% der Story oder so. Also jetzt dürften wir gleich 100% der ersten Episode haben. Episode 2 und 3 scheint gar nicht in dieses Hauptspiel reinzugehören. Darum scheint das gar nicht bei der bei dem Abschluss des Hauptstrangs zu zählen. Ich gucke da mal gerade in mein Ubisoft-Dingen hier rein. Hier steht jetzt noch 82%, also wo das jetzt noch nicht aktualisiert ist. Mal gucken. Vielleicht ist es gleich weiter. Jetzt machen wir erstmal hier Hubschrauber holen. Ein bisschen heller wieder. Ist ja wieder echt schlechtes Wetter. Sieht ja immer schlimm aus, wenn es so dunkel hier in dem Spiel ist. Echt. So, zack. Und wir machen mal 9.17 Uhr. Da wird es wohl hell werden. Und vielleicht ist der Regen dann vorbei. Oh Gott. Ganz schön lange schlechtes Wetter. Doch, jetzt wird es doch schön. Wunderbar.
Okay. Dann wollen wir mal. Auf geht's. In die letzten Story-Kapitel hier. Zum letzten Boss. Was ist eigentlich das dafür ein Fragezeichen? Eine ganz kleine Basis. Ach, egal. Oder? Nicht egal. Wenn ein guter Landeplatz ist, wo keine Bäume sind, dann ja, ist zu viel Wasser. Ach egal. Jo, und jetzt ruckelt es mal so richtig. Und jetzt ist gar kein Ruckel mehr. Jetzt steht das Bild sogar. Krass. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, das Spiel. Ach, das ist ja ungünstig jetzt. Tja, das nenne ich mal richtigen Bug. Spiel abgestürzt. Krasse Sache. Jo. Aber kriegen wir hin, ne? Also starten wir neu. Da möchte ich hier nur gemütlich mal ein paar Punkte abfliegen, kurz vor der Endmission. Und dann war's das. Und hallo Opa Rainer, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich krieg's noch nicht mal ausgeschaltet. Keine Rückmeldung mehr. 17% CPU, 0% GPU, trotzdem kaputt. Na gut. So. Hart abgeschossen, das Ding. Das ist schon mal okay. Ja, Story-Fortschritt in Prozent steht jetzt hier 92. Also gar nicht so übel. Wir sind kurz vorm Schluss. Und starten gerade nochmal das Spiel. Ich hoffe, der hat ja jetzt das Biwak da gespeichert, wo wir waren. Warum stürzt es denn jetzt auf einmal ab? Also die letzten 44 Stunden, wo ich es gespielt habe, ist es nie so hart abgestürzt. Aber es scheint, das Spiel will das Ende noch ein bisschen herauszögern, bevor wir das Ende geschafft haben. Ja, auch bei den Erfolgen. Erreichen Sie das Ende von Akt 4, ist nur noch offen. Ja, erreichen Sie Stufe 30, das ist noch da. Naja, vielleicht schaffen wir das auch irgendwann mal. Und es dürfte so sein, dass er jetzt wieder Bild sieht. So, da sind wir doch schon wieder. Ich finde gut, wenn wir Episode 1 abgeschlossen haben, dann haben wir wirklich mal Ghost Recon, die Originalstory, fertig. Und dann weiß man, so 44 Stunden, ohne jedes einzelne Pünktchen aufzusammeln und jeden einzelnen interessanten Punkt abzureisen. Ja, viel Spielinhalt. So, und jetzt starte ich mit meiner Figur durch. Level 193 gegen 150er Quest. Ha, kein Thema. Das wird locker klappen. Ich freue mich da jetzt ein bisschen, alles zu zerlegen. Ich hoffe mal, das Ruckeln hört jetzt mal auf durch den Neustart. Das sind aber auch so Ruckler, die halt irgendwo nicht daherkommen, dass das Spiel ausgelastet ist, sondern ich weiß nicht, das sind irgendwelche Nachlade-Bugs oder Hiccups oder ich weiß es nicht. Also meine Festplatte ist auch zu 100% gesund. Steht bei meinem Monitor, also da hat das Spiel irgendwelche Ladeprobleme oder Grafikprobleme, die nicht mit der Auslastung der Grafikkarte zu tun haben. Ich weiß nur nicht, womit es zu tun hat. Obwohl es schon 2 Jahre, glaube ich, jetzt auf dem Markt ist oder so, 2018. Ja, ich weiß es nicht genau. Echt doof. So, wir haben keinen Hubschrauber mehr, müssen wir den wieder neu rufen. Das ruckelt immer wieder. Egal. So. Und
Vielleicht, weil man keine AMD-Karte hat. Vielleicht, weil man wirklich eine Nvidia-Karte hat. Vielleicht liegt es daran. Seht ihr das immer, dieses blöde Geruckel? Das liegt nicht an der Auslastung. So. Total bescheuert. Okay. Dann lassen wir jetzt mal dieses kleine Lager unangegriffen. Wir gehen jetzt einfach in Richtung Storyline. Immer diese Bäume machen ein Problem. So, aber hier, den Orangenpunkt, den gucken wir uns jetzt noch an. Geister der Vergangenheit. Ja, wieder perfekt eingeparkt. Ich und Hubschrauber fliegen, ey. Das ist gar nichts. So, schauen wir mal, ob wir ein bisschen was an Fragezeichen entdecken. Na. Sehr gut. Aber das Fragezeichen da, ne, das wird nichts. So, egal. Zu viele Bäume für unsere Drohne. Ah ja, hier kriegen wir Infos zu dieser Nebenquest. Hi. Herausfinden, was Kell zugestoßen ist. Ich suche nach Anzeichen von Radioaktivität. Ist Ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen? Ich habe Ihnen doch alles gesagt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Diese blöden Antworten. Das ist so doof. Und das war's jetzt auch schon für die Nebenmission. Jetzt müssen wir da demnächst mal hin. Herausfinden, was Kell zugestoßen ist. Aber uninteressant. Da ist das da wichtiger jetzt. Ab geht's zum Howard-Flugfeld. Jetzt wird geballert. Jetzt gibt's Action. Mein Hubschrauber bewegt sich die ganze Zeit. Komme ich nochmal rein? Ja. Angriff auf die letzte wichtige Basis hier. Schnell mal Raketenabwehr abgeschossen. So, hallo, wir sind da. Schnell. Boah, der kriegt ja gar keinen Schaden. Oh, jetzt müssen wir aussteigen. Schaden ich schon bekommen habe. What? Ich glaube, wir sind doch ein bisschen zu schnell hier rein. Oh nein. Na komm. Am Heilen, ne? Ich bin gerade hier. So. Warum kann ich denn keine Spritzen benutzen? Ich verstehe gar nicht, was jetzt hier los ist. Ah, jetzt geht's.
Okay, jetzt sind wir fit. Jetzt, ab jetzt wird gekämpft. Nein, doch nicht. Dein Lauf ist überhitzt. Und hier ist gleich alles überhitzt. Es ist nichts mehr überhitzt jetzt. Geht die Temperatur ziemlich stark runter bei dir. Oh, wo sind denn die ganzen Typen? Meine Leute sind alle schon tot übrigens. Blöd, wenn man gerade ballern will und die Munition lädt. Ich würde mal gerne wissen, wo halt die Raketen mal wissen, wo wir sind. Oh Gott. Ey, das gibt's doch nicht, so ein Scheiß. Will der mich verarschen? Der will mich verarschen, oder? Guckt euch das mal an. Genau da, wo man ihn nicht erwischen kann. Voll einfach zerfetzt. Boah, hat der genervt. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen aufgeräumt und können uns um unsere Leute kümmern. Dass sie auch mal wieder mitspielen. Wo denn? Ich sehe ihn gar nicht. Oh, ist Cappy. Jetzt kommen wir doch mal über die 193 langsam. Könntest du mal stehen bleiben? Meine Leute sind schon wieder im Dreck. Nö, ist klar. Also, ich würde sagen, der ist leicht defekt. Das war doch mal ein Angriff. Ich den jetzt eigentlich heilen so. Macht sie schon? Bin wieder am Weg. Ja, ich glaube, ich habe den geheilt. Hat funktioniert. Okay, dafür hat man doch so eine Sanitätsdrohne. Okay, wir bleiben erstmal hier draußen bei dem Ding und holen uns hier den Fertigkeitspunkt und holen uns noch die Information dazu. Was kriegen wir denn noch für Infos? Ja, nur wo ein Standort ist, uninteressant. Gleich kommt eine Rakete. Hier drin ist mir die relativ egal.
Aber die Raketen nerven echt. So, noch ein Fertigkeitspunkt. Sehr schön. Hat der mich jetzt erschrocken? Ich dachte, das wäre der Angreifer. Da wird auch Zeit, dass er mal was trifft und nicht nur tot rumliegt. Okay. Jetzt haben wir schon mal einen Fertigkeitspunkt. Jetzt haben wir da hinten noch Scale Credits. Noch ein paar Truhen. Hm. Öfters mal ein paar neue Waffen. Wir sind mitten in der Hauptstory, ne? Also hier sollen wir alles mögliche aufräumen. Oh, nee. Da oben. Ja, fand ich auch. Sehr gut gemacht. Den haben wir mal ganz schnell erledigt. Sind Infos. Oh, wo ist der denn? Da oben ist ein. Hä? Gibt's doch gar nicht. Ich dachte, den haben wir gerade eben erst erschossen. So. Was ist denn jetzt Schönes? Eine Pistole. Aber auch wieder zwei Stufen besser, immerhin. Oben im Turm liegt dieses Fundstück. Das holen wir uns auch daraus. Ihr seht schon. Erstmal die Basis richtig schön aufräumen. Noch höher. Ja. Hier liegt's. Was haben wir denn hier? Eine neue Biografie. Walkers Tagebuch. Ah ja. Da steht immer drin, wie verrückt er ist. Letzte Nacht habe ich wieder von Kandahar geträumt. Alle aus meiner Einheit waren da. Hill, G, Baker und sogar Nomad. Das bin ich. Wir haben uns in Teams aufgeteilt, um ein kleines Dorf auszuspähen. Nomad ging mit mir. Es hat sich gut angefühlt, wieder zusammen unterwegs zu sein. Hab mich sicher gefühlt. So gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Ja, ja, jetzt bin ich hier und dann schläfst du nicht mehr gut, sag ich dir. Oder forever, könnte man auch sagen. So. Ihr seht schon, so langsam aber sicher kriege ich das Gebiet hier sauber. Das nächste Fundstück ist schon hier. Hier. Walkers Tagebuch Teil 3. Ja, wir kriegen alle Infos von ihm raus. Ich habe 2 Stunden am Stück Nachrichten im Kabelfernsehen geguckt. Fast hätte ich auf die Flimmerkiste geschossen. Nee, ist klar. Soldaten sollen ihre Befehle nicht in Frage stellen. Aber was, wenn man die Leute in Frage stellt, die diese Befehle geben? Was ist mit diesem Land passiert? Amerika braucht eine neue Revolution, wenn es überleben will. Ja, das sagen hier auch alle. Sollen wir froh sein, wenn wir alle vernünftig Geld verdienen und noch was essen können? Mann, 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 immer diese Revolutionskram-Theater. Es braucht jemand, der es vor sich selbst schützt. Jemanden, der keine Angst davor hat, zu tun, was nötig ist. Okay. Ja, gleich gibt's niemanden mehr, der das kann. Dann ist der Walker weg, hoffentlich. Wieder einen Ort gefunden, wieder Quatsch. Also manchmal findet man so einen Quatsch in den Fundsachen, dass man da sich überhaupt hinbegibt, ist völliger Schwachsinn. So. Ja, die Kiste steht natürlich jetzt draußen vom Zelt und nicht drinnen im Zelt. Okay. Und eine Blaupause, eine Desert Eagle. Wow, jetzt haben wir eine Desert Eagle. Okay, da vorne geht's mit der Hauptstory weiter. Bruder gegen Bruder.
Das ist die Level 100er Quest, nicht die 150er. Dann gehen wir mal hinein. Oh oh. Nomad!